Ja, hallo und willkommen zum heutigen Video. Ich habe mir mal die Mappe rausgekramt. Seit Ewigkeiten habe ich die schon. Internationale Dortmunder Schachtage, 16.07.94, Rundenbericht, unter anderem Adams Karpov. Karpov lost ab, war aber schon nach seinen besten Zeiten. Dann hier ein Aufnahmeformular von einer Videothek. Das gab es tatsächlich. Videotheken. 25.10.95. Der monatliche Beitrag beträgt 1 Mark. Das haben die so weggestrichen. Den Diebstahl der Karte werde ich melden. Ich habe das 18. Lebensjahr vollendet. Schnell weg damit. Sonst merke ich noch, wie alt ich bin. So. Dann hier Bezirk Herne. Die Zahlen von den Mitgliedern. Mal gucken hier. Ja, so wahnsinnig berauschend waren manche Vereine da auch nicht. Hier wie Neuherne Konstantin zum Beispiel. Das gab ja auch diese Vereine, die waren dann teilweise sogar in der Bundesliga. Da sieht man, was man mit Kohle und Geld alles machen konnte. Und dann, sobald die Geldgeber nicht mehr da waren, versanken die wieder in einer Bedeutungslosigkeit, diese Vereine. Hier haben wir 7-10-93, Bezirksklasse Oberliga. Das gab schon so viele verschiedene Namen. Ich glaube, jetzt heißt das Verbandsoberliga, wie das heißt. Da wird ständig versucht, neue Namen zu erfinden für diese Ligen. Und jetzt heutzutage wahrscheinlich, weil das muss schon überbezirklich gehen. Das gibt wohl immer weniger Schachvereine im Bezirk, deswegen muss man schon andere Wege gehen. Ickern 60 gegen Altstadt 2, 5,5 zu 2,5. Steht aber nicht, wer jetzt da selber gespielt hat, also die Spieler stehen da nicht. Zweite Kreisklasse, 6. Runde Vereinsmeisterschaft. Und so weiter, hier. Noch weiter diese Ligen und hier auch. Oberliga 7. Runde. Dann haben wir hier so Ergebnisse von Blitzturnieren. Meisterklasse, meine Güte, Leistungsklasse, Hauptklasse. Boah, ich war in der Meisterklasse, ich bin so stolz auf mich. Meine Güte, da hat der Lippo aber hier 6,5 gemacht, den zweiten Platz. Ersten hat der Martin Kemner gemacht mit 7 Punkten. Schande über mich, Schande, Schande. So, was haben wir noch weiter hier? Ach, ist noch eine Runde. 5,5 aus 5,5 Punkte. Das ist wohl eine verloren gegen 5. Gegen Ben Bennig habe ich verloren? Das glaube ich ja wohl einfach nicht. Wer hat denn der Ben Bennig gegen mich gewonnen? Meine Güte. Das ist ja, als wenn Bayern München gegen Düsseldorf verliert. Und dann nicht Meister wird. Unfassbar. Sonst hätte ich das Turnier gewonnen. Da warst du nur noch A, B und C Gruppe, also nicht so ein Schmarren mit Meistergruppe. Meisterlich war bei dem Verein nicht viel. Thema-Turnier, da sieht man mal, hier sieht man mal, wie viele Leute das bei einem kleinen Turnier noch bei einem Thema-Turnier mitgemacht haben. 24 Teilnehmer. Thema-Turnier, das war, man hat Züge vorgegeben, hier war es italienisch, meinetwegen E4, E5, Springer, F3, Springer, C6, Läufer C4, Läufer C5, Weiß am Zug, beginnt die Partie, der Rest war vorgegeben. Das Problem war, die Themen haben halt nicht jedem so gelegen. Dann sieht man auch hier, eine gewonnen, dann habe ich wohl verloren, nehme ich mal an, weil hier ist trotzdem noch eins, nochmal eins, und dann nochmal eins, mit 3,5 Punkte. Ja, wie dem auch sei. Das musste einmal ein bisschen liegen, das Thema. Dann ist hier noch Sommerblitzturnier. Das war so ein Turnier, das war immer Sonntagmorgens um 10 Uhr, deswegen überrascht mich, dass ihr da überhaupt mal ein Bein auf den Boden bekommen habt. Das war ein bisschen zu früh für mich. Hier ist aber Platz 1. 97 Punkte. 10 Runden kamen in die Wertung. Das heißt, ich muss also mindestens 9 gewonnen haben. Und eine bei einer 7 Punkte dazu. Nöte auf 2. Günther Kock. Da geht schon gar nicht mehr. Vrona, Esskuchen, Gut, Kobst, Zychon, Ulrich.
Das war aber ein nettes Turnier. Da konnte man sonntagmorgens um 10 Uhr war das. Da konnte man ein kleines Blitzturnier spielen. Das war immer recht witzig, finde ich. Zumal deswegen 10 Runden und 15 Runden und 10 kommen in die Wertung. Man hatte ja nicht immer Zeit. Meine Güte. Payback. Nicht zu verwechseln mit. Das war wohl der Film Payback. Gutschein für einen Abend im Kino mit mir. CineStar. Frohe Ostern wünscht dir Ina. Asterix und Obelix. E-Mail für dich. Rendezvous mit Joe Black. Joe Black Rush Hour. Ich glaube, in Rush Hour war er drin. Wir sind auch hinter in dieser Mappe. Mann, ist ja schrecklich. Hier nochmal Kinogutschein für. Da kommen Erinnerungen hoch. So ein bisschen. Computer schlägt Schachweltmeister. Garry Kasparov verliert gegen Chess Genius 2. Rangliste der Elo-Zahlen. Alexei Schirov 2740. Wer über eine Elo-Zahl über 2600 verfügt, wird als Supergroßmeister bezeichnet. Bei 16 der 58 gemeldeten Großmeister ist dies der Fall. Rein rechnerisch heißt das pro Erstligist ein Super-GM. Ich nehme mal an, das war wohl Bundesliga. Hier war noch Kastrop, war noch Bundesliga. Kader des SV Kastrop. Hier Daniel King. Da hat er noch für Kastrop gespielt. Van der Sterren, Watson. Die hatten schon eine gute Mannschaft. War da der hier Michael Hoffmann, der ist jetzt auch Großmeister. 2470. Sechstes Remis. Ich muss ab und zu mal noch hinter mich gucken, ob das auch zu sehen ist. War das gegen Karpov oder was war das für eine WM? Kasparov Anand. Schachturnier. Hier bin ich. Den Rekord von 35 Teilnehmern verzeichnete jetzt der Ikerner Schachclub beim traditionellen Osterblitzturnier. Man muss sich das heutzutage mal vorstellen. 35 Teilnehmer bei einem Vereins-Osterblitzturnier. Das waren immer die Körbe. Aus heutiger Perspektive weiß ich nicht mehr, warum die so beliebt waren, dass man die unbedingt so im Korb gewinnen wollte. Das war entweder Süßkram, Saufzeug. Ja, meist Süßkram und Saufzeug waren da drin oder Dosenzeugs. Ja, quasi, wenn ich einkaufen gehen würde, würde ich die Sachen gar nicht einkaufen. Da habe ich wohl irgendwie eine Sektpulle oder was ich da habe, keine Ahnung. Fünf vereinslose Spieler hatten sich beteiligt. Sieger wurde Martin Kemner, zweiter vor links Thomas Lipowski, links errang den zweiten Platz. Das war schon ziemlich. Hier sieht man das Bild hier. Das war so Rutschsystem, haben wir da gespielt. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen heutzutage. Heutzutage ist das so. Die Leute sind wohl, ich weiß nicht, ob die so nichts mehr drauf haben oder was. Dann spielen die 11 Runden, 36 Leute sind da anwesend bei dem Turnier oder 20 oder was. Dann spielen die 11 Runden 5 Minuten Blitz. Ich weiß nicht, was ich davon zu halten habe. Das waren, einer blieb immer sitzen, war das. Und die anderen Leute, man rutschte dann immer nach links. Man spielte seine Partie, dann rutschte er hier rum, weil er meinetwegen sitzen blieb. Und er rutschte dann weiter und dagegen hat man automatisch immer den nächsten Gegner bekommen. Bis man einmal ganz durch war. Dann hat man quasi automatisch gegen jeden geblitzt gehabt. Das war eine schöne Sache, dieses Rutschsystem. 34 Partien am Stück. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen heutzutage. Zumindest in kleineren Vereinen. Zweikampf um den Stadttitel. Können wir mal hinter mich gucken? Der Kampf um die Stadtmeisterschaft im Schach hat sich auf einen Zweikampf zwischen Spitzenreiter Thomas Lipowski und Uwe Abramowski, beide K60 zugespitzt, im sechsten und vorletzten Durchgang dieses Titelkampfs entthronte Lipowski durch seinen Sieg Feuersgewinner Herbert Balke, der als Dritter noch Chancen auf die erneute Meisterschaft besaß, endgültig. Durch seinen Marathonerfolg über den vierten Gerd Züchern machte Abramowski gleichzeitig aus dem Quartett. Da bin ich Stadtmeister geworden. Da ich in der letzten Runde gegen Herbert Ulrich gespielt, das war nicht so schwierig. Lipowski gewann fünfte Runde beim Blitzschach. Am letzten Wochenende wurde er beim
Ikan 60, die fünfte Runde im diesjährigen Sommerblitzturnier ausgespielt. Ein Tagessieger wurde Thomas Lipowski mit 9,5 aus 11 möglichen Punkten. Hier auch wieder Sommerblitz. Meine, so jung und knackig sah ich mal aus, aber das ist ja nicht zu sehen hier im Bild. Hier, da sitze ich hier grübelnd, denkend am Brett in junger Frische, noch nicht so abgewrackt wie heute. Die 60er haben den Aufstieg verpasst. Thomas Lipowski ohne Niederlage. Die erste Mannschaft des Schachclub Ikan 60 muss sich mit dem zweiten Platz hinter in der Bezirksliga zufrieden geben. Die zweite Garnitur wollte zwar gegen den SV-Läufer 2 Schützenhilfe leisten, geriet mit 7,5 zu 0,5 Ack unter die Räder. Beim deutlichen 6,5 zu 1,5 Sieg von SK Ikan gegen SK Soding 3 verbuchte Thomas Lipowski an Brett 1 seinen sechsten Sieg in Folge. Er ist damit der beste Akteur im Ikaner Team, das war auch nicht so schwer, so gut waren die alle nicht. Herbert Balke setzt sich durch. Der war auch nett, Herbert Balke. Der hatte den Mephisto Dallas. Den Mephisto München Dallas, 32 Bit hatte der. Vereinspokal an Lipowski, meine Güte, hat er noch Turniere gewonnen. Dafür war der Verein gut. Wenn man Turniere gewinnen wollte, war der Verein super. Bei anderen Vereinen finde ich das immer so schade, wenn Leute, die sehr regelmäßig zu den Vereinsabenden kommen, eigentlich nie Turniere gewinnen, weil dann rein zufällig bei diesem Turnier spielt dann der eine Spieler mit, der eigentlich nur Beiträge zahlt und einmal im Jahr kommt er dann auch mal und dann gewinnt er das Turnier. Ich weiß nicht, ob das inwieweit das ein Turnier weiterhilft. Das finde ich immer so ein bisschen komisch, ein bisschen schade. Herbert Balke war ein Thema Turnier voran. Vorletzte Runde, finaler Charakter. Nur noch 4 Spieler kommen im Kampf um die Schachstadtmeisterschaft den Titel erringen. Hier gewinne ich die erste Runde. Erobert sich Führung vor Runde 5. Meine Güte, die habe ich alle aufgehoben. Die Zeitungsaus. Da waren. Ich weiß nicht, ob der den Draht hatte zu der Zeitung hier. Heutzutage wird der Verein in der Zeitung gar nicht mehr erwähnt. Führt Quartett an. Hier bin ich nochmal am Brett. Gegen, steht das da nicht sogar? Hans-Werner Wachovius, der lebt auch schon nicht mehr. Meine ich zumindest. Hier ist Herbert Balker, der lebt auch nicht mehr. Bayern wild Titel. Auch sehr spannend. Was haben wir hier? Mit Paul Fanzasteren in die Saison. Hier Castor Brauxel, aber Castor Brauxel noch Bundesliga. Hier ist Daniel King. Für Kastrop. Erste Bundesliga. Wo ist denn hier ist Kastrop? Da hatten wir noch einen Schach-Bundesliga-Verein. Hier wieder I am himself. Sommerblitz gewinnen. Stadtmeister beim Sommerblitz-Turnier. Ach, da hatte ich wahrscheinlich den Stadtmeistertitel, deswegen stand. Mein, so gut sah ich mal aus. Mein, heute nicht mehr so gut. Ich wein gleich ins Kissen hier. Ich will mich das Foto küssen. So gut sehe ich aus. Hier, Herbert Ulrich gratuliert mir zu einem Turnier. Da waren wirklich, hier ist Norbert Barnik, da war da noch in Ikern. Hier wieder ich selber, da waren diese Uhren hier noch. Ja. Zeppelin O'Herne Einladung zum dritten ASV Zeppelin O'Herne Advents Schnellschachturnier. Ja, so damals ein Turnier hier. Nein, da hat die Kinokarten noch aufgehoben. Deutsche Bahn. Ist da irgendwo ein Datum oder sowas? Ich frage mich nämlich, von wann das war. Ich sehe da gar kein Datum drauf. 40 Mark. Das muss die Fahrt gewesen sein, wo ich nach Köln gefahren bin. Da bin ich einfach mal spaßhalber nach Köln gefahren, habe mir den Kölner Dom angeguckt. Einfach nur so. Dann hier die Kinokarten von damals, die habe ich damals auch aufgehoben. 9 D-Mark Lux Action Hero. Terminator 2. Black Rain, da war ich oft im Kino. Damals.
Was haben wir denn da? Brennpunkt LA, die Profis. Doc Hollywood. Meine Güte. Ich fand den Schauspieler gut. Das wäre der von Zurück in die Zukunft. Hier nochmal Terminator 2, den musste der Lippo natürlich 10 Mal im Kino gucken, weil er wahnsinnig war. The Line of Fire, Cliffhanger. Jurassic Park. Ich wusste ja nicht, dass ein Cliffhanger im Kino war. War so einer mit Sylvester Stallone. Stopp oder meine Mama schießt. Mit wem war das denn nochmal? Ich glaube Sylvester Stallone, wenn ich da nicht ganz falsch liege. An den Film kann man sich heutzutage gar nicht mehr erinnern. Die Addams Family. Jagd auf einen Unsichtbaren. Ja, hier hat die ganzen Kinokarten. Sonst ist der Kevin allein zu Hause. In dem Müll war ich im Kino. Meine Güte, ich kann es nicht glauben. 94. Die ganzen Kinokarten hier. Da war ich oft im Kino. Das war auch nicht so wie heute in 94. Und da gab es ja diese ganzen Streaming-Dienste noch nicht. Was ist das denn für eine Eintrittskarte hier? Keine Ahnung, was das war. No capito. Die einzigen Fußballkarten, die ich habe. Parkstadion, Gelsenkirchen. Schalke 04, ermäßigt. 13 D-Mark hat zum Spiel gekostet. Dann hier nochmal. Die gleiche Karte nochmal. Das kam dadurch zustande. Das ist auch recht witzig. Da die Tochter von, die war eigentlich Borussia Dortmund, die hat von Bekannten Fußballkarten geschenkt bekommen. Diese Schalke-Karten. Das Problem, das war diese Schalke-Tribüne, wo das dann hier Nordkurve, die wollte sich nicht unbedingt in die Nordkurve stellen. Da bin ich an die Karten gekommen und so bin ich dann quasi unverhofft zu einem Fußballspiel gekommen, dazu zu gucken. Die Tore habe ich alle verpasst, muss ich ehrlich sagen. Geplaced hat es auch noch. Mich hat es nicht so geprägt, dass ich jetzt ständig Fußballspiele geguckt habe. Eintrittskarte internationale Dortmunder Schachtage. 21. Juli 1995, 12 D-Mark. Schneider Computerdivision, Geräte. Gerätepass. Dann hier nochmal. Hier Chess-Meeting 92, auch wieder Dortmunder Schachtage. Schachclub Ickern. Das Nette war, das war dieses Turnier, was? Das war ein schönes Turnier. Das war, kostenlose Teilnehmer für alle, die mindestens 10 Tipps abgegeben haben. Das Gartenfest in Recklinghausen, was für 10 Tipps? Keine Ahnung. Die Frauen bzw. Freundinnen sind herzlichst eingeladen mitzukommen. Es wäre schön, wenn jede von ihnen einen Salat für die bunte Tafel beisteuern würde. Es werden auch Grillspenden entgegengenommen. Das war ein schönes Turnier, das war gar nicht so schlecht. Das war hier einmal Skat, konnte kein Skat, deswegen konnte ich das nicht mitspielen. Dann Kegeln, Schießen, Schach und Minigolf. Das war so ein buntes Turnier, das war schön. Schießen, das war. Da war ein Schützenverein mit dem Vereinslokal drin. Dann haben wir halt auf diese Schießscheibe da geschossen. Thema-Turnier. 5 aus 7. Ich hatte hier noch den geteilten ersten gemacht, kann ich gar nicht glauben. Europapark. Gültig für einen einmaligen Besuch in der Saison 1998. Die Karte ist aufzubewahren und Verlangen vorzuzeigen. Stadtmeisterschaft 91. Dann hier eine Partie aus der Stadt, aus dem Thematurnier. Und Schwarz gewann. Hier nochmal Partieformulare. Das war auch schön. Das war hier. Man hat quasi von 1 bis 10 alle Star Trek-Filme nacheinander geguckt. Und das fing an um 19 Uhr. Ging über die ganze Nacht bis zum nächsten Morgen. Da weiß ich noch, was ich noch davon weiß, ist, da 5 Mark wollten die für einen halben Liter Cola haben. Und der Kiosk da hinten daneben an, da war nebenan bei diesem Kino, beim Kapitol war ein kleiner Kiosk dran. Da hat sie bestimmt gut Kasse gemacht an dem Abend.
Weil die haben natürlich alle ihre Getränke dann da gekauft. Hier die WM Cup of Kasparov bei München zum Punktspiel. Hier wieder SK Ickern. Das ist die Castrop-Rauxeler Jugendmannschaft. Interessant ist daran übrigens, dass die meisten Spieler eigentlich alle Ickerner waren. Oder waren das noch Ickerner? Ich glaube, da sind einige. Michael Farnschmidt, Willi Farnschmidt ist nach Ickern gegangen, der kommt aus Ickern. Michael Kobst, das waren Ickerner. Viktor Bahn waren Ickerner. Ja. Schachjugend schlägt sich beim Turnieren Unna ganz hervorragend. SK Ickern 60 ganz knapp vorn. Computer Mephisto gewinnt Schachturnier. Hier unten. Nur gegen Esskuchen Remis gespielt. Stimmt aber gar nicht. Weil wenn man sich das dann durchliest. Sieger des Thematurniers ist SK Ickern 60, wurde am Wochenende ein Schachcomputer. Das Modell Mephisto Exklusiv 4. Das ist übrigens auch der gleiche. Das ist nicht der gleiche, den ich habe, sondern exklusiv, wie ich den hier auch habe. Profitierte dabei von der Niederlage des bis zum siebten und letzten Spieldurchgangs in Führung liegenden Manfred Vrona Junior gegen Gerd Zichon. Mephisto selbst remisierte gegen Esskuchen, das reichte. Um bei Punktgleichheit von 5,5 Punkten, also muss da Mephisto theoretisch auch verloren haben. Wenn er Vrona die letzte verloren hat, und die haben 5,5 aus 7, muss da Mephisto auch gegen irgendeinen verloren haben. Den Sieg zu. Gerd Zichon verteidigte durch seinen Sieg über Manfred Vrona Junior mit 5 Punkten den dritten Platz. Der erste Vorsitzende der 60er, Herbert Ulrich, überreichte dem Besitzer des Computers Horst Dume als Siegpreis eine Schachuhr. Dume selbst erreichte einen Platz im hinteren Mittelfeld. Da sieht man, da war stark genug das Gerät, um da zu gewinnen. Wird nur nicht erwähnt, gegen wen er verloren hat. Weil wenn er Vrona eine verloren hat, dann muss theoretisch, da der Mephisto ja remisiert hat in der letzten Runde, muss er gegen wen auch immer, das, was aber nicht steht, auch verloren haben. Herbert Ulrich, Dienstältester 60er. Ja, das ist der Vrona Senior, der lebt auch schon nicht mehr. Gerd Zichon lebt auch schon nicht mehr. Gratulation für Rüdiger Steinke, der beim Sommerblitzturnier der Schachclubs Ickern die Nase vorn hatte. Herbert Ulrich überreichte den besten Blitzer des Vereins. Der war wirklich gut im Blitzen. Der hat, da weiß ich noch, da haben wir damals Viererblitzturniere gespielt, so mit Vierermannschaften. Da hat der Steinke am Brett 1 alles gewonnen. Der hat sogar, glaube ich, damals mal Bundesliga gespielt. Ickern gewinnt, SK Ickern gewinnt Derby. Rüdiger Steinke stellt sich 21 Gegner, der hat dann noch simultan gespielt. Ich habe irgendwo, ich finde es einfach nicht mehr. Ums Verrecken nicht. Ich habe irgendwo eine CD gehabt mit über dieses Simultan, was da gedreht worden ist, ein Video. Und das Problem ist, ich habe diese CD irgendwo in eine Hülle reingetan, wo wohl schon ein anderer Datenträger drin war, damit das Teil nicht verloren geht. Ich finde es nicht mehr. Sonst hätte ich es schon auf den Computer gespeichert und hochgeladen. Aber da ist nichts zu machen. Ich habe es schon überall gesucht. Nur wer zuletzt lacht, lacht am besten. Hier wieder hier. Hier auch wieder. Fotos vom Verein hier. Iskra Ecker gewinnt Derby. Rüdiger Stein, das war das gleiche von eben. Hier wieder Tabellen. Blitzturnier des SK Ickern. Bereits zum 27. Mal veranstaltet der SK Ickern am Sonntag 19. sein Weihnachtsblitzturnier. Das wirklich, wenn man sich das hier durchliest, dann fristet der Ickern heutzutage wirklich nur noch ein ganz trauriges Dasein, muss ich ehrlich sagen. Das ist einfach, da fehlt einfach die Begeisterung vor den Leuten. Das ist so eine Art pflichtgemäßes Anwesendsein oder pflichtgemäß Turniere veranstalten. Da ist nichts, da ist nur noch eine leblose Leiche der Verein. Da sind wir, wenn man sich das hier durchliest, ist das recht schade, finde ich. Hier noch weitere spannende Sachen.
Oberliga. Dann hier die DWZ-Zahlen. 18-11 hatte ich da. Ich guck mal, wo der Thorsten Bannig hier das erste Mal auftaucht. Hier ist auch Martin Kemner dabei. Aber den finde ich hier nicht. Hier Bannig Norbert. 1661. Das muss wohl so ein Turnier gewesen sein. Weiß ich jetzt nicht. Stadtmeisterschaft 1992 hier 4,5, Uwe 4 Punkte. Schachbezirk Herne. Die DWZ-Zahlen Läufer Wanne, Zeppelin, Neuherne, also so viele Mitglieder hatten diese Vereine da auch nicht. Auch Herne Soding 24. Hier. Das ist sie gefühlt. Das war 92. Hätte ich gedacht, die hätten mehr Mitglieder gehabt. Dann SK Ickern. Das ist aber auch die Hochzeit dieser Vereine. Die war ja nicht in den 90ern, sondern in den 80ern. Da habe ich noch Jugend gespielt und sowas. Also nicht wegen mir. Aber da war so die Hochzeit der Vereine. Ich glaube, Ickern hat ja mal zu seinen besten Zeiten so bestimmt so an die 100 Mitglieder im Verein. Aber da gab es ja nicht viel anderes. Was gab es in den 80er Jahren schon, was man so machen konnte? Es gab nur 3 Fernsehprogramme. Kabelfernsehen, das kam erst so langsam. Man konnte online, konnte man sowieso nicht spielen. Vielleicht Telefonschach. Privat hat man gegen seine Schachcomputer gespielt. Und ansonsten gab es da nichts. Man konnte nicht mal eben den Rechner anschmeißen und ein Online-Schach spielen. Das gab es gar nicht. Was haben wir denn hier? Deutsche Wertungszahlen. 1848 hatte ich da. Computerversand. Hier werden Briefe erklärt. Bruce Force und sowas alles. Eröffnungsbibliothek. Halbzüge, Rahmen, Rom und so weiter und so weiter. Hier Kasparov Blitz. Dann hier mit Haken und Ösen. Aus der psychologischen Trickkiste eines Schachcomputers. Ach, das war bei diesen Schachtagen. Kommunikationsfreudig. Dann hier Tatort Duisburg. Mephisto Porteros, 32-Bit, 5,5 aus 6. Hier hat einer den Galileo gewonnen. Hier. Was ist das denn hier? Ach, eine Kinokarte. Wir zeigen heute Soldat James Ryan. Okay. Hier wieder Turniere. Hier Rüdiger Steinke, Udo Schweiger, der da gewonnen hat. Der ist jetzt Vereinsvorsitzender. Aber was verwaltet der schon aus seiner Leiche? Ich weiß noch, diese Hauptversammlung, die waren doch alle was für die Tonne. Dann haben die quasi ihre Ärmchen immer gehoben und zustimmen, zustimmen, zustimmen. Dann haben die hinterher eine Runde bekommen. Viel, also beeinflussen konnte man da gar nichts. Da konnte man nicht irgendwie Vorschläge einbringen oder sowas. Da musste man nicht Wochen vorher die Vorschläge einreichen. Das war ein totaler Murks, war das. Ich glaube, wegen Herbert Ulrich ist der. Das waren zwei Stück Michael und Michaela und Jürgen Drews, irgendwie sowas in der Art. Die sind dann. Er wollte wohl gerne Vereinsvorsitzender werden, dann ist er das geworden. Und die haben sich dann verabschiedet. Ich weiß leider nicht, was aus denen geworden ist. Hier wieder ein Turnier. Was haben wir hier? 21. Internationale Dortmunder Schachtage. 93. Schachclub Ickern 60. Der SK Ickern, ein Schachverein für Jung und Alt, groß und klein, kurz für jedermann. Unser Vereinslokal hat Platz für 50 Schachspieler. Das war so dieses Vereinslokal, das war so ein großer Spielsaal und ein kleiner Spielsaal. Ein kleiner Spielsaal, aber recht schmal. Da passt ein schmaler Tisch in die Mitte. Meinetwegen hier so der schmale Tisch mit den Stühlen, wo man dann dran spielen konnte. Hier war der Verein, der Schrank mit dem Material. Und da konnte man gerade eben noch so durchlaufen, dran vorbeilaufen, dass man sich da hinsetzen konnte. Das war der Ausweichraum.
Das Gute war für den Verein, dass der Wirt quasi schon, dann ist mal, schreib's mal zu Ende hier, eh schon gehobenen Alters war. Der hat quasi sich dann gemütlichen gemacht. Da kam es nicht so wirklich drauf an, wie viele jetzt getrunken haben oder nicht. So, hier ist der SKI-Kern, dann ist hier wieder irgendwas. Was ist das? Ach, so eine Runde hier. Weihnachtsblitz. Habe ja ziemlich mäßig abgeschnitten. Fünften Platz, wie viel ich da verloren habe. Meine Güte. Und wann war das denn? 89. Ja. Ich weiß noch, als ich noch in der Jugend war, die Turniere. Wenn die dann nicht so gelaufen sind für mich, so Blitzturniere. Ich habe also Schrott gespielt, dann hatte ich das schon mal drauf. Dann bin ich einfach nach Hause gegangen. Dann habe ich keinen Bock mehr gehabt zum Spielen, wieder nach Hause gegangen. Und tschüss. Lippo war weg. Meine Güte. Herbert Ulrich, Klaus Daunig, Tabelle, Thema Turnier. Ha. Haben wir hier noch hier. Auch eine Turniertabelle, da bin ich gar nicht bei. Könnte Sommerblitzchen gewesen sein. Dann hier noch eine Liste. 0,5 Abramowski, das war aber nicht gut. Dabei Willi Farnschmidt noch in SK Eckern, der hat alles gewonnen. Günther Kock hat da noch gespielt. Meine Güte, lang, lang ist's her. Lebt auch schon nicht mehr. Hier die nächste Runde. Hatte sogar zwei gewonnen. Das müssen wir ganz auch noch drehen hier. Eine Sekunde. Dann hier, das war wohl so ein Sommerblitzturnier. Ich weiß aber nicht mehr, von wann das war. Ach, ich habe sogar mal mitgemacht. Zwei verloren. Schande, Schande. Ich muss auch ehrlich sagen, nach 95. 95 war quasi meine letzte Saison. Und danach habe ich dann noch ganz schlecht mal gespielt. Das Problem war, wenn man in der Gastronomie gearbeitet hat, ist einfach, dass einem die Zeit fehlt. Man hat die Freitage nicht, man hat die Sonntage nicht. Ich habe es am Anfang noch versucht, dann haben die mich von der Arbeit abgeholt zum Mannschaftskampf. Gut, dass die Leute, die Gegner nicht wussten, dass ich in der Pause gespielt habe. Sonst hätten die wahrscheinlich einfach sich hingesetzt und hätten das ausgesessen. Meine Güte, was ist das? Warum ist das denn jetzt so? 87. Lieber Schachfreund, am Sonntag, den 20.12.1987, findet traditionsgemäß unser Weihnachtsblitzturnier statt. Zu dieser Veranstaltung möchten wir dich herzlich einladen. Es wird gespielt 5 Minuten Uhrenblitz, jeder gegen jeden. Kein fucking Touching Clock, kein fucking Increment, was man dazu bekommt. 5 Minuten Blitz, der König wurde gnadenlos geschlagen. Also auch nicht, wenn man das heutzutage machen würde, den König schlagen, dann würde man noch selber verlieren. Und also eine Scherze, das war reines Blitzen, 5 Minuten bis zum Tod sozusagen. Natürlich übertrieben formuliert. Meldung zur Mannschaftsmeisterschaft 1987-88. Ach, da waren quasi die Spieler, die da gemeldet waren. Haben wir hier wieder eine Tabelle. Osterblitzturnier. Da sieht man auch, wie viele Runden da gespielt worden sind. Das war nicht so mit 24 Teilnehmer und damit die Spieler auch geschont werden, damit die nicht der Erschöpfung erliegen, werden nur 11 Runden gespielt oder 9 Runden oder so eine Kindergartenscherze. Da wurde wirklich jeder gegen jeden gespielt. 19 Runden, knallhart. Habe ich damit gemacht? 88. Warum hat er. Ach hier, da, ich habe hier auch mitgemacht. Ich habe aber auch schon wieder so viel verloren. Schande über mich. Weg damit, weg, weg. Das will der Lippo nicht sehen. Ich möchte meine Gewinnturniere hier sehen. Nicht erkennen, wie luschig ich wirklich war. Wieder ein Turnier. Thema-Turnier. Vereinsblitz-Einzelmals. Da waren noch richtig viele Turniere. Heutzutage macht Ikan gar keine Blitzturniere mehr. Das Problem ist, dass die eigentlich alle schlecht spielen. Das lohnt sich nicht zu blitzen, weil er eigentlich nur noch Not gegen Elend ist.
So, Blitz-Stadtmeisterschaft, das war das Erste, was gecancelt wurde. Das wurde da gar nicht mehr gespielt. Blitz-Vereinsmeisterschaft. Wundert mich, dass sie Weihnachtsblitzen noch machen, Osterblitzen. Das sind so viele Turniere, die quasi gecancelt wurden. Ich weiß noch, wo der Thorsten Banik in Ickern noch gespielt hat. Da waren ja quasi beleidigt, dass der da mitgemacht hat bei dem Turnier. Ist Mitglied im Verein, macht den ersten Platz bei dem Turnier. Und die Leute waren auch total beleidigt, dass der da mitgespielt hat. Wie kann er das wagen, gegen die Nieten, die da noch spielen, ein Turnier mitzuspielen? Damit, ja, er ist dem doch sowieso überlegen. Ich weiß auch nicht, was in den Köpfen da vor sich ging. Was haben wir denn hier? Cambridge Springs, wieder ein Thematurnier. Ja, das Problem war, die Themen mussten einem schon liegen. Das ist ja so nach dem Motto, musst du dir vorstellen, du spielst ein Thematurnier, bist ein eher defensiver Spieler und bekommst dann, darfst dann Königsgambit mit Weiß spielen. Und das Problem ist, Schwarz klammert sich dann mit G5 an den Bauern, dann musst du wirklich schon knallhart zur Sache gehen. Hier wieder ein Turnier. Was haben wir hier? Hier auch wieder so ein Turnier. Weihnachtsblitz, Vierter. Vor allem, was sie auch gar nicht mehr machen, wo Ikan ganz schlecht drin war in der letzten Zeit, letzten 20 Jahre oder was, so Viererblitzen, Viererpokal und solche Geschichten. Das kam nicht selten vor, dass sie erst gar nicht teilgenommen haben. Was hatte ich denn da? Schade, dass hier nicht so ganz alte Sachen sind. Das gab ja damals diese Ingo-Zahlen. Das war nicht so wie DWZ-Zahlen heutzutage, sondern da hatte man nicht eine DWZ von meinetwegen 1840, sondern eine Ingo-Zahl von 160 zum Beispiel. Hier, das gab es auch noch, Industrieschachecho. Das war so eine Zeitung. Das gab es dann hinterher, war das in der Europa-Rochade mit drin. Königsspringer Herringen. Ich kann ja mal kurz gucken, ob da irgendwas über den Bezirk drin war. Erik Lobron war so ein Großmeister, der hat besonders stark bei offenen Schachturnieren gespielt. Bei Opens und sowas war der immer sehr gut dabei. Dorstfeld, Bochum. Ich habe nicht zwangsläufig, dass Herne mit dabei war. Emscher Lippe, da müsste eigentlich gleich Herne kommen. Hamm, kommt nach Hamm-Herne, oder? Essener Schachverband, Mülheim, Herne. Ergebnis des vierten Opens des SV Läufer Wanne Eickel. Meier 8,5, Pozzilny Senior 7 und so weiter. Ich bin nicht so ein großer Pozzilny-Fan. Der ist ja mit 62 oder was gestorben. Die haben sich alle gewundert, warum da so früh schon gestorben ist. Ist klar, wenn man ständig, wenn man Alkoholiker ist, dann lebt man halt nicht so lange. Was haben wir denn hier? Das mal die Seite hier. Das muss ich mal doch mal öffnen, um das rauszuholen. Vereinsmeisterschaft. Meine Güte, kann man sehen im Bild hier? Freitag, 9.9.88, 19:30 Uhr. 7 Runden schwarzes System, 14-tägige Spielfolge. Alle Vereinsmitglieder des SK Ickern, Vereinspokal, Haus Raabe. Schickt eure Jugendlichen zu uns. Liebe Eltern. So, mal wieder rein hier. Schachecho. Haben wir noch ein Industrie-Schachecho hier. 1984. Gucken, ob wir hier ein bisschen mehr Herne haben. Das war nie so ganz klar. Hier hieß Herne. Ikan 2. Ja, leider aber keine Namen. Zichon, Castrop Rauxel, Kamainski. Den kannte ich von daher. Wir hatten hier in Henrichenburg hatten wir noch einen Kiosk. Da ist jetzt ein Aldi, steht da drauf. Und da hat der Kamainski gearbeitet in diesem Kiosk. Fahnschmidt Kock, ein Däne-Pokal. So, und mehr ist da gar nicht hier. Vestischer Schachkreis. Ne, mein Name ist da noch nicht zu lesen. Ich weiß gar nicht, in welcher Mannschaft ich da drin war. So, steht da eigentlich irgendwie ein Preis oder sowas drauf? Mal weg hier. Ne, steht nicht. Das hat er bei dem Verein ausgelegen.
offenes Turnier. Was war das denn? Dortmunder Schachtag oder was war das? SV Dorsfeld ehrt Ehrenmitglied. Hatte ich das schon mal vorgelesen? Der Schachclub SK Eckern veranstaltet für Anfänger und Fortgeschrittene ein Schachprogramm in den Sommerferien. Und zwar jeden Freitag von 17 bis 19 Uhr. Da haben die sich noch bemüht, was zu machen. Aber irgendwann kam wohl die Gleichgültigkeit so nach dem Motto, früher war alles besser und heutzutage ist es halt, wie es ist. Ja, was soll man da noch zu sagen? Das spielt sich halt alles mehr online-mäßig ab. Das Problem ist ja auch, muss man ehrlich sagen, wer geht schon gerne zu einem Vereinsabend und dann sitzen vier Leute da, dann sitzen auch mal mehr Leute da. Da ist immer so eine Art Lottospiel, ob da überhaupt was los ist. Der einzige Verein, der versucht hat, noch das Beste daraus zu machen, war Erkenschwick, die haben zum Beispiel. Aber teilweise war das doch so, dass man sich, da hätte man auch gleich in die Kneipe gehen können. Als Nichtraucher und Antialkoholiker damals, ja gut, ich weiß damals nicht, aber in der heutigen Zeit wüsste ich da eh nicht, was ich da machen soll. Derby geht 6,5 zu 1,5 an SK Eckern 1. Im bezüglichen Vereinsderby zwischen SK Eckern 2 und SK Eckern 1 siegte am Sonntag die erste Vertretung des Schachclubs deutlich mit 6,5 zu 1,5. Die zweite Mannschaft kann lediglich zu 3 unentschieden. Remis spielten Budo Nitzak, Udo Schweiger, Gerd Kozik, Günther Kock sowie Ulrich Schimmig und Mario Lüde. Mario Lüde, der war da auch noch in Eckern drin. Das war einer von den vielen Spielern, die quasi, tipp mal, die nebenbei Geld bekommen haben, weil Kamainski, Lüde, Jürgen Reschke und wie sie alle hießen, das waren quasi die Spieler fürs erste Brett. Zuletzt, was, ich weiß gar nicht, wer die wieder zuletzt hieß. Ich finde das ein bisschen absurd, bei dem, mir fällt jetzt auch der Name nicht ein, der zuletzt dann diesen Posten wohl eingenommen hat, des Spitzenspielers am ersten Brett. Wenn ein Verein in der Verbandsklasse spielt, und wenn man sich dann so anguckt, was die an Vereinsmaterial haben, dass einem sich die Zegel umbiegen und da meint er, er müsste quasi 1000 Euro pro Jahr nehmen, das ist so, sagen wir mal ehrlich, ist doch absurd. So, was haben wir hier noch? Ist noch ein Turnier? Der zarte Lieber hat auch wieder scheiße abgeschnitten, deswegen schnell weiter. Thema Turnier für Schachfreunde. Der SK Eckern 60 lädt alle Schachfreunde, egal ob im Verein organisiert oder nicht, zum ersten Ikana Herbstschach-Schnellturnier ein. Gespielt wird am Samstag, 16. November, im Gemeindehaus St. Barbara. Ach, das war so eine Kirche ist hier bei uns. Da war so ein Gemeindehaus, da wurde das immer gespielt. Startgeld beträgt 10 Mark. Der Sieg wird mit 350 Mark prämiert. Niederlage mit sicher nichts aus. Vereinsmeister des SK Ikan. Hier nochmal. Ah, da liegt wohl nicht ganz so scheiße abgeschnitten. 7 Punkte, den ersten Platz. Fantastico. Das muss ich, ist das auch zu sehen hier? Hier bin ich hier. 7 Punkte, Platz 1. Sie sehen. Hey, er hat schon 2 verloren. Weiter. Kann er sehen. Zwei Rückblick. Abgelaufene Spielsaison. Aha, auch sehr spannend. Schminder verzeichnet viele Wechsel. Das ist zu sehen hier. Nachdem die Wechselfrist abgelaufen ist, verzeichnet Bezirksspielleiter Gerd Schminder personelle Veränderungen bei allen 5 Herner Schachvereinen. Die Spielerwechsel waren auch in diesem Jahr wieder sehr zahlreich, wobei nicht alle hiesigen Vereine verstärkt in die neue Saison gehen. Was haben wir denn da? Setz auf Trainertrio Turniere. Ingo Bestenliste, da waren noch die Ingo-Zahlen. Das, was ich gerade meinte. Hoffmann Michael. Ingo 70. Was war noch? Da bin ich auch drin. Ist das alphabetisch oder nach Zahl?
ich natürlich eine totale Gurkenzahl habe, dann werde ich das natürlich nicht erwähnen. 88. Schweiger, 140 Ingo. Ich finde mich nicht. Die Verzweiflung ist groß, der Lippo findet sich nicht. Lipowski, da bin ich. Ingo 190, eine Fantastico-Zahl. Meine Güte, ich bin so stolz auf mich. Ich hatte schon Ingo-Zahlen, die waren über 200. Ich glaube, das war schon beinahe am Boden angekommen, der Ingo-Zahl. Und das war's auch. Das war's mit dieser Mappe hier. So. Ist so ein bisschen so ein Zeitzeugnis für mich, dass man da halt reingucken kann, was halt so früher so gewesen ist. So, ich bedanke mich fürs Interesse. Mal gucken, was ich noch so ausgrabe hier beim nächsten Video oder irgendwann demnächst. Tschüss, bis zum nächsten Mal.